Moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Büchercasting-Video. Heute ist das letzte Mal ein Kandidatenvorstellungsvideo, denn wir haben alle Kategorien abgearbeitet und jetzt bleibt eigentlich nur noch der Rest. Der Rest, das bedeutet, alle die Bücher, die nicht in die vorigen Kategorien reingepasst haben, kommen jetzt hier zusammen. Es sind wieder 7 Titel. Wie gesagt, heute ist eine besonders bunte Mischung und wer dieses Format noch nicht kennt, ich habe meine Zuschauer, also euch gefragt, nach besonderen Buchtipps aus verschiedensten Kategorien, ist ja ganz egal. Und diese treten jetzt alle gegeneinander an. In der ersten Runde geht es im Grunde nur darum, die Bücher kurz vorzustellen, um den ersten Eindruck. Das heißt, ich zeige euch das Cover und lese euch den Klappentext vor. Und ihr dürft bestimmen in den Kommentaren, welche Bücher weiterkommen. Aus jeder Kategorie kommen 3 Gewinner weiter und die treten dann nachher gegeneinander an, bis schließlich ein Buch übrig bleibt, ein Gewinner, und dieses wollen wir zusammen in einer Leserunde zusammen lesen, zusammen erfahren, darüber sprechen. Aber natürlich gibt es so viele tolle Tipps, dass schon welche auf meiner Wunschliste gelandet sind und dass ich nicht ausschließen möchte, dass ich mir davon nicht irgendwann doch noch mal eins hole und dann tatsächlich lese. Ja, wie gesagt, heute nur so ein bisschen ganz, ganz kurz angerissen um den Inhalt, aber in den nächsten Videos soll es dann wirklich auch mehr um den Inhalt gehen und ja, möchte ich mir was Besonderes einfallen lassen, dass es noch interessanter wird und ja, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt. Wir fangen an mit dem ersten und es ist ein Manga bzw. ein Roman zu einem Manga und zwar heißt der Your Name von Makoto Shinkai. Mitsuha lebt in einem Dorf in den Bergen, sehnt sich aber nach einem aufregenden Leben in der Stadt. So sehr, dass sie eines Nachts sogar beginnt davon zu träumen. Im Schlaf ist sie Taki, ein Junge aus der Metropole Tokio. Als aus dem Traum plötzlich Realität wird und Mitsuha in Takis Körper aufwacht, ist sie vollkommen verwirrt. Wer ist dieser Junge? Was macht sie in seinen Körper? Und vor allem, wie kann sie das wieder umkehren? Eine berührende Liebesgeschichte durch Zeit und Raum nimmt ihren Lauf. Ja, der Originalroman zu Makoto Shinkais Kinomeisterwerk, ja, Your Name. Ja, also es gibt es schon als Film, es gibt es als Manga und eben jetzt als Roman. Ja, das ist der erste Kandidat und der zweite folgt sogleich. Und zwar ist das jetzt was ganz anderes, wie versprochen, eine völlig bunte Mischung. Das Lavendelzimmer von Nina George. Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert. Auf seinem Bücherschiff, der literarischen Apotheke, verkauft der Pariser Buchhändler Jean Perdu Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen, seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück außer einem Brief, den Perdu nie zu lesen wagte, bis zu diesem Sommer, dem Sommer, der alles verändert, und Monsieur Perdu aus der kleinen Rue Montagnan auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben. Ja, das war jetzt für mich ganz schön eine Herausforderung mit den ganzen französischen Namen. Aber die Idee eines Bücherschiffs, ja, da kann ich natürlich sehr, sehr viel abgewinnen. Der dritte Kandidat ist ein Sachbuch. Finde ich auch ganz toll, dass wir ein Sachbuch hier bei unserem Büchercasting dabei haben. Und zwar ist es eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Der Mensch. Krone der Schöpfung oder Schrecken des Ökosystems? Wie haben wir, Homo sapiens, es geschafft, den Kampf der 6 menschlichen Spezies ums Überleben für uns zu entscheiden? Warum ließen unsere Vorfahren, die einst Jäger und Sammler waren, sich nieder, betrieben Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Warum begannen wir, an Götter zu glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen wir Vertrauen in Geld, Bücher und Gesetze und unterwerfen uns der Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum? Und hat uns all dies im Lauf der Jahrtausende glücklicher gemacht? Ja, das sind wohl Fragen, die sich dieses Buch widmet und ja, wo wir vielleicht ein bisschen schlauer werden. Und ich habe schon gehört von vielen, dass es wirklich sehr, sehr interessant sein soll. Er hat ja schon mehrere Bücher geschrieben.
Und ja, ich bin interessant, wie weit dieses Sachbuch in unserem Büchercasting kommt. Der vierte Kandidat ist wieder ein Roman, und zwar Call Me By Your Name, und zwar von André Akiman, wie auch immer man den Herren ausspricht. Völlig überraschend trifft Elio seine erste große Liebe. Der Harvard-Absolvent Oliver ist für 6 Wochen bei Elios Familie an der italienischen Riviera zu Gast. Oliver ist weltgewandt, intelligent und schön. Er ist alles, was Elio will, vom ersten Moment an. Die Zuneigung ist gegenseitig, doch Schüchternheit und Unsicherheit veranlassen beide zur Zurückhaltung. Ein fast unerträgliches Spiel von Verführung und Zurückweisung beginnt. Hört sich auch wieder nach einer sehr speziellen Geschichte an und auch hier bin ich gespannt, wie weit die Geschichte kommt. Fünftens, sechstens und siebtens sind jetzt noch Science-Fiction-Romane und fünftens ist ein sehr, sehr bekanntes, sehr, sehr gehyptes Science-Fiction-Buch und zwar Die drei Sonnen von Xixin Liu. In den Wirren der Kulturrevolution kommt die junge Astrophysikerin Ye Wenyi auf eine geheime Militärbasis im Norden Chinas. Mit einer riesigen Radioantenne sucht man dort offenbar nach intelligentem Leben in den Weiten des Alls. Doch was Ye Wenyi entdeckt, ist noch viel atemberaubender und es wird das Schicksal der gesamten Menschheit für alle Zeit verändern. Ja, ich bin gespannt. Es verrät ja nicht sehr viel, der Klappentext, aber es schwärmen ja sehr viele davon und es soll wohl auch ein sehr herausforderndes Science-Fiction-Buch sein, also nicht bloß Action und Alien-Schlachten, sondern wohl auch ordentlich was dahinter stehen. Ja, mal schauen. Der vorletzte Kandidat ist Planetenwanderer von George R.R. Martin. Öko-Ingenieur Haviland Tuff steht vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe, die Rettung der Menschheit. Die Menschheit hat sich in den unendlichen Weiten des Weltalls ausgebreitet. Überall sind neue Siedlungen entstanden und jede Welt birgt neue Gefahren. Als der interplanetarische Händler Haviland Tuff eines der letzten Saatschiffe der Erde erwirbt, beginnt seine Odyssee quer durch den Weltraum. Eine Odyssee, auf der er vom einfachen Händler zum gefeierten Retter der Menschheit wird. Ja, von George R. R. Martin habe ich bisher nur Game of Thrones gelesen, aber er hat ja auch einiges an Science Fiction geschrieben. Und hat, glaube ich, damit auch angefangen damals. Also auch da ist es sicherlich spannend zu erfahren, wie George R. R. Martin im Science-Fiction-Bereich so schreibt. Und nun kommen wir auch zu unserem letzten Kandidaten. Und zwar ist das ein Science-Fiction-Klassiker mittlerweile, und zwar Blade Runner von Philip K. Dick. Roman wie Film erzählen die Geschichte des Kopfgeldjägers Rick Deckard, der Jagd auf künstliche Menschen macht. Im Buch geht es allerdings um weit mehr. Auf einer von einem Atomkrieg verwüsteten Welt sind künstliche Tiere zu Statussymbolen geworden. Eine Mercatum genannte Fernsehreligion treibt ihr Unwesen und sogenannte Stimmungsorgeln manipulieren die Gefühle der Menschen. Und nicht nur Androiden werden auf Empathie getestet. Hier scheinen auch wieder sehr, sehr viele interessante Ideen eingebracht zu werden und auch mit unseren Zukunftsängsten wahrscheinlich auch wieder gespielt werden. Also auch das sehr, sehr faszinierend. Ja, das waren sie also, meine 7 letzten Kandidaten für euch oder auch eure letzten Kandidaten, denn ihr habt sie mir ja netterweise eingereicht. Also vielen lieben Dank nochmal für diese tollen Tipps und jetzt bin ich sehr gespannt, wofür ihr voten würdet. Also wie immer habt ihr mehr als eine Stimme, ihr könnt so viel voten, wie ihr wollt, meinetwegen auch für allesamt, aber ja, das bringt natürlich das Voting nicht ganz so weit. Ich werde dann irgendwann auszählen, aber jetzt für diese Kandidaten habt ihr noch ganz lange Zeit, denn ich mache ja immer nur ein Büchercasting-Video ungefähr pro Monat und nächsten Monat kommen wir dann ja endlich in die nächste Runde und da werden wir uns den 3 Kandidaten widmen, die aus den
aus der Kategorie Thriller und Horror weiterkommen. Also freue ich mich schon sehr, da auszuzählen. Natürlich weiß ich schon in etwa, in welche Richtung das geht, weil ich ja, sehe, wer so am meisten bekommt. Aber es wird vielleicht auch ein bisschen knapp werden. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wer es denn nun endlich in die nächste Runde schaffen wird. Und ja, hoffe, dass ihr euch freut, dass wir uns den Büchern dann noch ein bisschen mehr widmen und nochmal ein bisschen genauer hinschauen, um ja, die Bücher ein bisschen mehr kennenzulernen. Guckt auch gerne bei den anderen Videos noch vorbei, denn ihr habt immer noch Zeit, da abzustimmen. Bei Thriller und Horror, bei Jugendfantasy, bei Fantasy, bei Kinderbüchern. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich werde alles in der Infobox verlinken, dass ihr noch eure Stimme irgendwie unterbringen könnt. Denn jetzt so langsam läuft die Zeit aus, jedenfalls für die ersten paar Kategorien. Da werden wir uns denn natürlich das als erstes zuwenden. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nun würde ich sagen, habt noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.